Natürlich reicht das Gold nicht. Aber ich war ja ein bisschen schlau und habe vorgearbeitet. Hier habe ich einen Ingot Former. Hier ein Liquid Tesseract. Dann können wir flüssiges Gold auswählen. Drücken auf OK. Dann füllt er das Gold hier rein. Zack. Und macht uns hier schöne Ingots. Und wenn wir es nicht mehr brauchen, machen wir es aus. Und der verbraucht die Flüssigkeit hier drin. Ja? Also so haben wir eine ganz schnelle und flexible Art, unten auf unseres flüssiges Metall zuzugreifen. Ja? Ich habe auch in der Config von diesem Liquid Metals Mod habe ich festgelegt, welche IDs bei welchem Metall rauskommen. Ja? Ich habe dann zum Beispiel gesagt, dass diese IDs von den Erzen von Thermal Expansion, die wir hier schon im System haben, ja, dass die dann automatisch der hier so formt. Jetzt bei Gold ist im Endeffekt egal. Ja, weil ja, das brauchen wir einfach nicht. Ja, Gold hat einfach eine ID, die Standard-ID 266 und keine andere. Jetzt aber zum Beispiel hier dieses ganze Silber. Hier Silber und das ist Kupfer, kommt alles aus Thermal Expansion, genauso wie das und alles. Das habe ich alles in der Config festgelegt, dass das genau die ID haben soll hier. So, mal schauen wir mal, ob wir mit... Ich glaube, wir werden nochmal ein bisschen Gold brauchen. Gut, dann soll der nochmal ein bisschen wursteln. So, dann packen wir hier nochmal Gold rein. Wo hängt's? Am Eisen? Na, das ist gar kein Problem. So. 26. Na, seht ihr. Brauchen wir doch noch ein bisschen Gold. Highland, sagt er. Also ihr seht schon, der Mod ist ein bisschen teuer, ja, aber glaubt mir, benutzt ihn. Er ist eine ziemlich coole Sache und ich glaube, der Mod, der wird die Logistikpipes ja, ablösen, möchte ich jetzt mal sagen. So, dann brauchen wir 24 Heat Vents. Das sind die Dinger hier. Da brauchen wir bloß ein bisschen so ME-Kabel. Die Iron Bars. Schaue ich mal, ob ich hier noch welche habe. Müsste ich nur noch haben. Na, ja, 14 Stück. Ist ja nicht die Welt. Eisen brauchen wir wieder. Dann kann der Jodel hier hinten, wenn er das Gold abgearbeitet hat, könnte der mir eigentlich klemmern, ein bisschen hier Eisen machen. Ja. Und zwar brauchen wir jetzt, genau, hier diese hier. Schalte ich mal ein paar Lieder weiter. Na, das müssen wir jetzt auch nicht hören. Na, schon besser. So. Dann fehlt es uns an Eisen, ist klar. Dann wieder an Iron Bars. So, zack, was fehlt jetzt? Eisen, natürlich, was soll es denn sonst sein? Achso, schauen wir mal. Achso, ich sollte vielleicht hier hinten. So, hauen wir das rein. Was fehlt jetzt? Oh, immer fehlt irgendwas, ne? Aber hier haben wir ja jetzt leichten Zugriff. Brauchen wir nicht immer wieder in irgendwelchen Kisten rumfummeln. Na, eins brauche ich noch. Brauche 24, ne? Hauen wir uns hier hinten das Eisen. So, 24. So, dann brauchen wir einmal einen Crafting-CPU. Na, wo ist er denn? Crafting-CPU. Nee, das ist schon nicht. Hier, Crafting-CPU. Oh, da brauchen wir Diamantene. Die hier brauchen wir.
Na gut. Tja, Diamanten, Diamanten, Diamanten. Redstone. Gläschen, das kann auch gleich hier rein. Kohle kann ja auch mit rein. Ja. Redstone. Redstone haben wir ja keins mehr. Ich schau mal, ob ich drüben noch Diamanten hab. Ich war mir eigentlich sicher, dass ich irgendwo noch Diamanten rumliegen hab. Da haben wir ja noch ein paar. Nehmen wir uns mal 20 Stück mit. So, rein da. Wir können uns, glaube ich, auch aus Juju Matter können wir uns, glaube ich, Redstone machen, ne? Wartet mal. Ich habe übrigens unser Juju-System da oben ein bisschen abgegradet. Ja, das ging mir dann doch ein bisschen zu langsam. Im Endeffekt ist alles noch so gleich, wie es vorher war. Ja, nur, dass ich hier 8 Igneous Extruder gebaut habe. Hier oben einfach Relays und die holen das automatisch hier raus und ballern das hier rein in den einen hier. Ja, weil die 8 Stück können niemals diese 4 Recycler befüllen. Ja. Hier brauchen wir einfach bloß ein bisschen Lava, ein bisschen Wasser. Das verbraucht sich nicht, weil es halt Cobblestone ist. Ja. Und die füttern das ganze Ding dann hier. Und ja, wie ihr seht, so viel ist das, macht das dann auch nicht aus. Ja. Und wir nehmen uns jetzt mal hier so ein Stack mit. Ich kenne jetzt nicht die ganzen Jojo-Rezepte auswendig. Ich hoffe einfach mal, dass der mir... ob der mir die Rezepte vom Jojo anzeigt. Was ist das? Forcium? Nö, zeigt er mir natürlich nicht. Ja, das werden wir aber gleich rausfinden. Also, das ist ein Diamant. Das ist gar nichts. Das ist auch nix. Auch nix. Iridium. Noch eins weniger. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie was rauskriegen. Gunpowder. Irgendwie werden wir schon Knochen. Ach, da haben wir es doch, Redstone. Ach komm, stell her. So. Dann haben wir wieder Redstone in Massen. So, sehr schön. So, dann brauchen wir Redstone. Wir brauchen nochmal 6 Stück. Und die Säge hier, zack. Die kommen natürlich gleich wieder in den Ofen hier rein. So. Da brauchen wir jetzt erstmal 4 Stück. Da können wir, wenn wir dabei sind, ja, können wir das ganze Gerumpel hier gleich mitnehmen. Weil das hat hier drin dann auch nichts mehr verloren. Es kommt dann alles schön hier rein. Die Diamanten kommen auch hier rein. Ach, wollen wir schauen. Ah ja, also wir machen uns schon ziemlich gut. Ja, also wir schauen, dass wir hier diese 64k Storage Dinger, dass wir hier die voll bekommen. Ja, und dann haben wir sowieso ausgesorgt. Ja, so, jetzt brauchen wir hier das hier. Das hier, wir brauchen Eisen. Muss ich nochmal nachmachen lassen. Eisen. So. Ich kann schon wieder nicht rennen. Ich habe schon wieder Hunger. Aber das ist mir jetzt eigentlich egal. Was wollte ich denn jetzt? Glowstone. Genau. So, zack, zack. Und das. So, 4ME Crafting CPUs. Dann brauchen wir
ME Pattern Provider brauchen wir. Die da. Oh, da brauchen wir auch 4. Da brauchen wir 4 von diesen Conversion Matrix. Hammer. Und so eine Storage Zelle. 4 Storage Zellen. Na gut. Das kriegen wir hin. 4. Das. Redstone. So. Dann wieder diesen. Nein. Den da. Ja, dann brauchen wir 4 von denen. Ne, dann brauchen wir mehr. Und 8 von denen. Na gut, dann müssen wir halt hier. Müssen wir nur 2 nachmachen. 4, ein bisschen Redstone, ein bisschen Eisen. So, also ich mag diesen Fabricator. Ja, also der erleichtert einem das Craften unheimlich. So, dann brauchen wir die da. Wir brauchen Eisen. Wir brauchen die hier. Ne, Crafting, eine Workbench. Zack. Und achso, wir brauchen ja. Moment, wir brauchen ja mehr. Wir brauchen ja insgesamt 4. So. Dann kann das wieder hier rein. Das hier. Und diese 4 CPUs. Natürlich haben wir dabei jetzt bloß noch 2. Na gut. Dann Kommando zurück. Pattern Provider hier, das hier. Müssen wir nochmal 2 nachmachen. Das hier. Und 2 Dias. Zack. Und die hier rein. Dann lassen wir die kurz durchbraten, dann trinke ich in der Zeit mal was. So. Huch, eins zu weit. Hier. Dann kommt hier die Pattern Provider. Das wieder raus. Das. 3, woran hängt's? Am Eisen, natürlich. Natürlich. So. 4. Sehr schön. Jetzt brauchen wir aber noch ein bisschen Käbelchen. Ja, also. Ich würde gern hier, das hier. So. 7, 9. Na, das reicht nicht ganz. Dann müssen wir halt. Nochmal von denen hier ein paar machen. Nehmen wir hier. Dann brauchen wir ein Gläschen. Ich habe doch Glas hier in Massen. Das können wir dann übrigens. Den Rest, den wir nicht brauchen. So, 40, das soll mal genügen. Und dann machen wir da schönes. Falsch. Das Kabel draus. 7. Ja. So, dann kommt das Glas hier rein. Das Eisen. Redstone brauche ich einen Stack. So. Sehr schön. Dann haben wir ja auch wieder einen Sack voll. So. Und jetzt müssen wir hier und am besten dann hier. Ja. Da unten ist ein Enderman. Ich höre den. Na dann. Ach, verreck. Gib mir deine Perle.
So, du Labergesicht, du Blöds. So, na, jetzt ist hier halt ein sehr, sehr ungünstiger Punkt. Was ist denn... Ach, nö, oder? Der ist leer. Der ist so gut wie voll. Also ich habe keine Setzlinge gerade momentan, weil die Farm nicht läuft. Ich habe den Tank auch wieder ein bisschen kleiner gemacht, ja, weil das mir einfach ja die Sicht zu arg versperrt hat. Ja, hier habe ich das natürlich vergessen. Ja. In der Eile vorhin, das habe ich vorm Aufnehmen noch gemacht. Jetzt ist halt arg blöd, dass wir hier runterkommen. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Das macht mir jetzt gar nichts. So, dann bauen wir mal das Ding zusammen hier. 1, 2, 3. Wir bauen ein 4x4 Gerüst, ja. Das gibt unsere CPU im Endeffekt. Die Texturen habe ich auch, wie gesagt, alle selber gemacht. Ich lade die auch hoch. Ich habe mich ziemlich ans Original gehalten, wie sie original ausgesehen haben. Ja, bloß halt mit ein bisschen hochauflösenderen Texturen, auch ein bisschen aus IC2 hier, diesen Block hier habe ich aus IC2, habe mir mit einfügen lassen im Endeffekt. So, jetzt kommen diese Heat Vents, kommen hier an jede Seite, das sind wie so Lüftungsschlitze, ja, dass das Ding hier atmen kann. Dann kommt dieser Pattern Provider, kommen hier 4 Stück rein und die CPUs kommen hier rein. Ja, und dann wird das Ding hier wieder verschlossen und formt einen Multiblock. Ja, das sieht dann im Endeffekt so aus. Ja, der hat auch ein schönes Interface. Der hat jetzt hier 4 Seiten. Und hier können wir Rezeptvorlagen erstellen mit einem Block, den ich auch gleich craften werde. Und die hier drin lagern. Und dann können wir von oben von dem Terminal, wenn das Material vorhanden ist, ja, das automatisch auch craften lassen. Ja. Also da werde ich offscreen, werde ich da ziemlich viele Rezepte hier einfügen lassen, gerade so für eine Workbench, eine Kiste, Batterien, Schaltkreise und so weiter und so fort, ja, einfach so Kupferkabel und so, ja, dass wir das einfach oben in der Kiste einfach abrufen können und das Ding hier craftet uns das von alleine. Und da wir diese größte Struktur gebaut haben, mit 4 CPUs und 4 Pattern Provider, also die 4 Pattern Provider ist immer eine Pattern Provider, gibt eine Page, wir haben 4, also 4 Pages und 4 CPUs, also ist dann das Maximum, was man haben kann. Ja, also das ist hier dieser der ultimative Block, ja, denn deswegen wollte ich den gleich so bauen. Und der braucht jetzt natürlich auch noch Saft. Also verbinden wir den jetzt so nicht. Aber so. Ja, jetzt haben wir den mit unserem System verbunden. Übrigens, diese Dinger hier lassen sich auch hinter Buildcraft Panels verstecken, soweit ich das weiß. Das können wir ja gleich mal testen. Ja, das Ding funktioniert immer noch nicht. Ja, da, ich weiß nicht, offscreen hat es funktioniert. Ja, genau so, wie ich es aufgebaut hatte. Und jetzt funktioniert es nicht mehr. Ja, also blödes Gelumpe und so. Jetzt schauen wir mal, dass wir uns aus... Moment, hier habe ich doch keine mehr drin. Wir gucken mal, dass wir ein paar... Ach, hier haben wir doch welche. Stone Bricks. Ja, sehr schön. So, dass wir die hier... Schaut ihr? Also die kann man hier anbringen. Ja, jetzt kriegt das Ding bloß nicht mehr weg hier. Muss wieder wegschlagen hier alles. Ja, das können wir dann hier dran machen. Und hier wieder ein Kabel. Und dann ist das schön versteckt. Ja, also wie ihr seht, der Mod ist ziemlich vielseitig. Und ich muss sagen, das buggt auch nicht so mit den... Also wenn man hier zum Beispiel eine Pipe durchlaufen lässt, flimmert es ja ab und zu hier so. Das macht er jetzt mit diesen Kabeln hier nicht. Ja, also ihr seht, das ist ziemlich geil. Ja? Jetzt kommt das Kabel praktisch da aus der Wand raus. Sehr schön. Lass mich hier hoch. Na komm. Aber ich glaube, mit Red Power Frames ist das Ding natürlich nicht kompatibel. Warum sollte es auch? Ne? So, jetzt kommt hier wieder dieses Ding rein. Und der erkennt natürlich hier gleich hier, hier 4 CPUs dran. Ja, diese ganzen Blöcke erkennt der alle. Und jetzt braucht das Ding halt schon 19 Power Units. Ja, aber das, juckt unsere MFSU hier nicht, ja, weil ich halt gleich harte Geschütze aufgefahren habe, ja, also ich mache da keine halben Sachen, ja, also entweder wird das bei mir hier ganz oder gar nicht gemacht, ja, irgendwie hier so ein Low-Voltage-Solar-Ding hier oder sowas hinballern,
können andere machen, aber ich mache das jetzt nicht. Ja. So, dann können wir hier zum Beispiel, Moment, genau, ich schaue gerade mal auf meinen Zettel. Genau, wir brauchen einen hier Pattern Encoder. Den brauchen wir, glaube ich.